engsten Nachbarn gehört. Nicht nur in Worringen, auch in vielen anderen Städten beschäftigt der Unfall die Menschen, zum Beispiel in Hürth. Hier liegt auf einem Hügel über der Stadt, nicht gerade malerisch, der Chemiepark Knapsack. Heute hat hier die Werkfeuerwehr für den möglichen Ernstfall geprobt. Ein Mensch wird gesucht. So schnell es geht, muss er in diesem vernebelten Raum gefunden und geborgen werden. Ein 80 Kilogramm schwerer Mann, ohne Lebenszeichen. Es ist zum Glück bloß eine Übungspuppe, die hier mit vollstem Krafteinsatz an die frische Luft bugsiert wird. Karl-Heinz Thürnig heißt der Mann unter dem Gummianzug, Chemikalien-Schutzanzug, nennen er und seine Kollegen die Hülle. Thürnig, holen Sie erstmal Luft, eine Rettung unter Extrembedingungen, oder wie ist das in so einem Anzug? Rettung unter Extrembedingungen, ja, und sehr warm. Aber auch alles eine Frage der Kondition. Wenn die da ist, dann geht das Ganze. Und wenn Sie in den Anzug müssen, was geht da so durch den Kopf? Es geht nur durch den Kopf. Hoffentlich geht alles gut. Hoffentlich passiert nichts. Damit möglichst nichts passiert, wird bei der Werkfeuerwehr in Knapsack trainiert. Achtung, Einsatz für die Werkfeuerwehr, Einsatz für die Werkfeuerwehr, undichter Bahnkesselwagen mit Rauchentwicklung im Werksteil Hürth. 5 eigene Fahrzeuge, teilweise mit Spezialtechnik, gehören zur Werkfeuerwehr. Pro Jahr rücken die Männer 80 bis 100 Mal zu Übungen aus. Jeder denkbare Notfall soll durchgespielt werden. 1 bis 2 Mal werden außerdem Notfallszenarien bis hin zur großen Katastrophe geprobt. Dann wird es auch in diesem kleinen Glashäuschen hektisch. Auf diesen Bildschirmen laufen die Notfallmeldungen aus allen Werkteilen zusammen. Sicherheit hat hier im Chemiepark eine ganz große Bedeutung. Wir tun eine Menge dafür. Die Standortfirmen, die jetzt seit 1997 in Chemieparkform zusammengeschlossen haben, haben ein gemeinsames Notfallmanagement gebildet, sodass wir einheitliche Aktionen planen können. Jeder bei der Feuerwehr, aber auch in den Führungsetagen, soll zu jeder Zeit wissen, was wo im Werk produziert wird und wo gefährliche Stoffe lagern. Auch ein Großbrand wie in Worring wird für die Notfallvorsorge ausgewertet. Wir lernen von jedem Ereignis, so schlimm das dann für die Nachbarschaft, für die Nachbarfirmen ist. Wir lernen aus jedem Ereignis neu dazu und wollen uns natürlich auch da kontinuierlich verbessern. Ganz wichtig für uns. Auch bei nur 3 wirklichen Notfalleinsätzen im letzten Jahr, im Ernstfall bleibt mitunter keine Zeit für Nachfragen. Dann muss alles Hand in Hand gehen. Schadensbegrenzung und der Schutz von Mensch und Umwelt, oberste Gebote. Etwa, wenn wir hier giftige Dämpfe von einer Wasserwand gebunden werden. So ein Waggon ist beschriftet, da gibt es UN-Nummern, wo der Stoff draus erkennbar ist, da gibt es Gefahrnummern, daraus Nachschlagewerke, dann kann man schon nachsehen und die ersten Maßnahmen schon mal einleiten. Es sind Experten nötig, gerade bei Brandfällen im Chemiepark. Es ist eine abgeschlossene Berufsausbildung notwendig, möglichst eine Chemieausbildung. Dann wird eine Feuerwehrausbildung draufgesetzt und auf die setzen wir nochmal eine Ausbildung für die Werkfeuerwehren, halt speziell auch hier für den Chemiepark. In 5 Tagen werden die Feuerwehrleute aus Knapsack übrigens auf ihre Kollegen aus Worringen treffen und Erfahrungen austauschen.